Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Madison. So, ich hatte ja einen kleinen Cliffhanger hier. Und zwar für den Safe, den wir gefunden haben, brauchen wir ja eine Uhr. Ich gehe davon aus, vielleicht ist die hier drinne. Das geht bestimmt auf, indem wir das hier richtig machen. Warte mal, hier ist nur eine Münze drinne. Oh oh. Schmeiß sie jetzt einfach mal rein. Ah, warte. Nee, die müssen wir nochmal nehmen. Und die auch? Und die kommt denn. Oh Gott, wie ist denn die Reihenfolge? Und. Kommt der am Anfang oder in der Mitte? Ich schmeiß den jetzt da erstmal rein. Ich glaube aber, der kommt hier in der Mitte. So, zumindest haben wir ja so einen kleinen Cliffhanger gehabt. Die Uhr wird wahrscheinlich da drinne sein. Oder vielleicht das vierte Bild. Ja, da müssen wir nochmal schauen, ne? War hier einen Tee oder was? Hat der letztes Mal auch schon so geschaukelt? So, das wollte ich mir nochmal angucken. Hier steht ja. Boah, 5 links. Aber das obere kann man halt alles nicht so lesen, ne? Ich gehe davon aus, das oberste ist ja ganz weggestrichen. Ich gehe davon aus, wenn wir die Uhrzeit haben. Warte mal, angenommen 5 sind die Sekunden. 5 Sekunden nach links, also 5 nach links, so und so viel nach rechts, das wäre dann 10 oder was auch immer. Und vorher auch links, also links, rechts, links. Dass wir Stunden, Minuten und Sekunden haben, das könnte man nochmal ausprobieren. That's wrong. Aber vielleicht nicht auf Anhieb. Also ich will nochmal schauen. Da passiert nichts. So, ich muss ja irgendwas übersehen haben. Ich komme ja aktuell gar nicht weiter. Ja, das ist so unangenehm. Dass der immer nach unten guckt. Aber so minimal fühle ich mich hier eigentlich safe, ne? Warte mal, hier fehlt. Da fehlt ein Bild und mir fehlen 2 Bilder sogar. Und das hier kriege ich nicht auf. Vielleicht habe ich im Keller auch noch irgendwas übersehen. Vielleicht ist da ja ein Brecheisen irgendwo. So, die Bilder kann ich nicht nehmen. Ja, das hier, das ist halt, was mich so ein bisschen wundert. Diese ganzen Matheaufgaben. 38, 13. Wenn wir hier von Foto machen, dann haben wir ja. Hier war ja die 38, ne? So. 38, 43, die 43 haben wir auch, die ist ja hier drinne. Ja, ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass diese Matheaufgaben hier wirklich nichts miteinander zu tun haben. 38, 13, 10, 33, 38, 43, 43 und 51. Warte mal, 38. Was hast du denn hier? 56. Hä? Alter, dieser Kronleuchter, ne? 10? Kann ich das hier auch noch aufnehmen? Ja. Dreizehn. 38, 13, 51. War hier nicht irgendwas wie Alter ist nur eine Zahl oder so? Alter.
Alter ist nur eine Zahl. Du kannst sie subtrahieren, aber am Ende des Tages, wenn die Zeit kommt, stirbst du sowieso. Also du kannst sie addieren oder subtrahieren. Ah, hier ist ja auch Minus, ne? 56 minus 33 wären 23. Und der war doch hier am... Die kann ich mir doch nochmal angucken, ne? So, das runde Bild. Ne, ist 10. 10. Zehn, 23, 38. Was habe ich denn für Bilder? So, wir haben hier einmal die 56 und 5. 56 und 5. 56 minus 33. Aber 5 plus 38. 38 ist ja... Warte mal, muss die 5 auf die 8... Oh Gott. Muss die 5 jetzt auf die 38 oder muss die... 5 plus 38... Wenn ich den hier raufpacke, kommt denn irgendwas? Puh. Ne, Kronleuchter ist still, ne? Ne, doch nicht. War nur zu weit weg. Warte mal, 56. Minus 33. So, pass auf. Das sind 23, ne? Ne, 33. Gott. Ne, warte, was habe ich denn... was habe ich denn jetzt überhaupt gerechnet? 56 minus... 13 hatte ich gerechnet, ne? 46, 43. Aber das habe ich hier gar nicht. 38, 15, 13. Also das Rätsel lösen. 10 plus 33. Das sind 43. Mai, oh Mai. Hör doch auf. Ach komm, ich hänge die jetzt erstmal hier, komm. Teilen das auf. Ist gerade was aufgegangen? Nee. Na egal, wir teilen das erstmal auf. Wir gucken jetzt mal, ob wir noch was anderes finden. Ich brauche 2 Bilder noch. Kann ich nicht nur finden. Oh Gott, dieser Ventilator. Boah, hör mir auf. So, 2 Bilder, Uhrzeit. Ja. Oh, what? It's open now. Moment. There's definitely. Ich hatte schon ein drittes Bild, oder? Hat der nicht da gespeichert, wo ich gespeichert habe? Oh, Maria ist gewandert. Wer hätte damit gerechnet? Ich. So, hier drinnen war ja nichts. Den Bimselkasten können wir einmal ausmachen.
Hello. Aber ist ja vielleicht gar nicht verkehrt. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Aber jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich schon gemacht habe. Habe ich denn die Dias? Ja. So, die können einmal rein. Muss ich noch was machen? Warte mal, bist du alleine umgesprungen? Aha, jetzt ist er an. Grandma. Hier haben wir noch die Kakerlaken, das Bild an der Wand. Grandpa never got over her death. Das ist halt wieder ein Datum, ne? Elizabeth Maxwell. Aber wenn hier so viele Kakerlaken sind... Nichts. Ah ja, ah, die große Uhr. Vielleicht noch ein Brief oder so? Nee. Dad. These photos are pretty old. Jetzt geht er halt nur wieder zurück, ne? Also ich krieg hier nur die Fotos. Aber wozu soll das gut sein? Hat das letztes Mal hier auch geplackert? Oh mein Gott, ich weiß das gar nicht mehr. Wieso zeigt denn der da einen Punkt an? Nimm mich! Ah, jetzt hat der auch wieder aufgehört zu... spinnen, ne? Ich habe was gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt hier wieder irgendwas sich geändert hat. So, wir müssen auf jeden Fall nochmal zum Safe. Hello. Office. So, ah, hier ist das Bild, na siehst du. Das wollten wir noch haben. So, wenn du die Kombination brauchst, du weißt, wo du sie finden kannst. Eine Uhr. Die Uhr ist in dem Wandschrank, gegebenenfalls. Oder kommt erst viel später. Vielleicht habe ich die Uhr auch noch gar nicht. Und das würde mich jetzt rein theoretisch, einfach nur in die Irre führen. Tja. Er ist halt ein Lügner, ne? Dieser Tarotkartenleser hier. Aber da steht ja auch eine Nummer drauf. Ne, die ist ein bisschen lang, ne? Komm. Komm. Leer. Okay, da war nix. Warte mal, das Bild, was wir haben. Welche Nummer hat denn der? 33? Uno Momento, Uno Momento. Habe ich das Foto noch? Drei... 10 plus 33 sind 43. Auf... Aber es wäre ja das runde Bild. Also rund doch auf rund, ja? Dann hätte ich 10 plus... Aber wieso? 10 plus 33 sind 43. Vielleicht habe ich hier noch nicht alles gesehen. Ja, hier kann ich mir halt den Labims noch durchlesen. How to contact
this time, we thought he went mad. But he only wanted to talk to her again. Na gut. So, ich möchte doch wieder raus. Ich glaube, jetzt ist ja auch so weiter gar nichts passiert. Das heißt, wir haben die Münze. Maria. Jetzt ist die Tür zu. Habe ich hier irgendwas vergessen? Ich habe das echt nicht mehr auf dem Schirm, ne? Ah ne, die Tür war ja sowieso zu. Na, ist verschlossen. Ich habe das jetzt tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm. Was ich eigentlich gemacht habe, da habe ich mich letztes Mal schon erschrocken. Da habe ich mich ja letztes Mal schon erschrocken gehabt. Oh mein Gott, ey. Habe ich mir nicht gemerkt. So, einmal würde ich das Bild gerne aufhängen. So. Gucken wir nochmal hier gleich, wenn wir oben sind. Bei dem Guten steht hinten drauf. Okay. Und an dem runden Bild hier, das war die 33, ne? Die 10. 10. Gut, also hängen wir den... Irgendwie erscheint mir das zu simpel. Und dann wären die ja doch wieder falsch. Ich verstehe das nicht hier. Also diese Matheaufgaben. 10 plus 33 sind 43. 43 haben wir hinter der Tür. Also hinter der Wand, hinter dem Spalt. Das bedeutet, wir müssen also auf 43 kommen, richtig? Wenn wir auf 43 kommen wollen. Wir haben jetzt einmal 33. 10 würde ja passen. Aber von den Bildern her halt nicht. Wenn... Ja gut, außer das nächste Bild ist 10. Aber die alte Oma da ist ja nicht 10. Das heißt... Die kommt doch dahin. Möglicherweise. Und der kleine Junge... So, der ist ja 5, ne? So, ist das hier jetzt die 5? Das ist die 13. Ach komm, hör mir auf. Dann würde das nicht passen. Ich hänge den erstmal wieder hier hin. Damit ich weiß, dass hier irgendwas nicht stimmt. Sie ist 56. Er ist 5. Wäre 51. 51. So, eine Seite muss 51 ergeben. Das würde ja soweit passen. Ne, 56. Ja. Dann wäre der richtig und das fehlt. Und wenn es nicht passt, dann müssen wir halt, wenn wir das Bild gefunden haben, ein bisschen hin und her tauschen. 43, 51. Ah, ich weiß nicht. Aber jetzt gehen wir einmal hier ins Badezimmer. Da werden wir jetzt nochmal das Medaillon einfügen. Und dann hoffe ich, dass das irgendwie eine Schaltkombination für diese Tür hier ist. So, jetzt... Ich muss erstmal überlegen hier. Wie war denn das? Ich möchte benutzen eine Münze. Oder die zuerst?
Das soll doch hier unser Sonnensystem darstellen, ne? Gott, in welcher Reihenfolge ist denn das? Vielleicht die getauscht? Weil du hast ja Mars, Erde, Neptun, nee, warte, wie hieß der? hier, Uranus und Neptun, genau, die kommen da hinten, aber was ist denn weiter weg? Uranus, Jupiter und Mars. Aha! Das kriege ich mit dem Hammer vielleicht, ne? Oder Brechstange? Ne, Hammer geht. Hammer! Komm mir vor wie so ein Einbrecher. Reicht das? Okay. Ah, hier! Opa! Ne, Oma? 68. Ach komm, hör mir auf, ey. Meine ganze Mathematik haut gar nicht hin. Also mit... ja... mit 25 wäre es ja runter auf 43. Also kommt der dahin, wo 25 ist? Kannst du es addieren oder subtrahieren? Weil wir haben ja, glaube ich, nichts gehabt... um jetzt auf 51, also wir haben ja keine 17, ne? Oh, hier haben wir noch eine Klappe. So, Grandpa tried to contact Grandma with this thing? Is that... ein blutiger Fingerabdruck, ein hübsches Bild von unserer Oma, aber was können wir damit anfangen? Ist das jetzt nur für die Story interessant oder für uns auch? Gut, wir können es ja nicht einstecken. Ach, vielleicht bin ich auch voll, ne? Wie viel kann ich mitschleppen? Ne, ich hätte noch Platz gehabt. So, was haben wir hier noch? Ich will ja gar nicht mehr aus dem Raum, ne? Der Raum ist eigentlich ganz cool. Wie hatte ich das? Ja, das Gefühl, hier ist dunkel. Ich habe das Gefühl, letztes Mal war es irgendwie nicht so gruselig. Oder ich habe mich letztes Mal nicht so gegruselt. Pass auf, Dämon, ich habe eine Kamera. Ich kriege hier richtig Paranoia. Türen bitte auflassen. Da ist gerade eine Birne kaputt gegangen. Wenn es dunkel genug ist... Nope. Ich denke nicht. Hier platzen Birnen und am Ende... also Glühbirnen und am Ende des Flurs pfeift eine nackte Oma. Ich weiß nicht, ob ich mir das antun will. Wir haben ja noch die... Uhren, ne? Aber da können wir auch nichts machen. Wir haben ja nichts dafür. 11 Uhr. Hängt das vielleicht mit dieser anderen Uhr hier zusammen? Können wir vielleicht je nach... Ah, scheiße, die ist ja... Oh, ich werde mir gleich so einpissen, ne? Kann ich dich sehen? Verfärbtes Foto. Okay, wir gehen einfach drauf zu. Oh Gott. Eine Birne. What the fuck is happening? Bist du doof? Du hast das jetzt erst gesehen?
pisst mir schon die ganze Zeit ein. Genau. Weil er sieht das so einen Meter vorher, ne? So, oh, da ist ja wer. Kackt mir schon vor 20 Metern in die Hose. Ganz schön warm hier drin, oder? Ich finde das dezent warm. So, 25. Wo war denn die... Oh, habe ich davon überhaupt noch Bilder? Polaroid. Warte mal. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann auch weg, das kann weg, das kann weg. Das, 13. Jetzt habe ich nur noch 2 Bilder. Ich müsste mir mal echt angucken, was ich so fotografiere. Da hätten wir die ein oder andere Lösung vielleicht schon früher gefunden. 13, 10, 25. Das wäre dieses komische viereckige. Dann kommen wir auf 43. Also das da. So, dann nehmen wir das weg und dann hängen wir da Opa hin. Auf 43 subtrahieren. Addieren. So, die 25 haben wir weg. Da sind wir jetzt auf 43. Können auch noch auf 51. 13. 38. Na, 13 und 38? Wäre doch... Dann gehen wir doch auf 51, aber das sind ja die Blanko-Bilder. Und 51 minus 7. Wäre das eine Theorie? Warte mal, das hier ist die 38, ne? Und wir haben jetzt hier als Bild eine 5. Macht keinen Sinn. Und wir haben die gnädige Frau hier. Ups. 56. Macht auch keinen Sinn, aber ich hänge die jetzt hier hin. Ah, Maria. Gut, hat nichts gemacht. Aber, dann hängt ja Opa hier auch falsch. Hängt er falsch? Pass auf, du bist nämlich 33 Jahre auf deinem Foto. Oh, ich kann nichts mehr nehmen. So, Oma geht mal darüber. Vielleicht ist ja Opa einfacher. So, der ist 33, ne? Das wären 58. Zu viel. Und 43. Also bleibt der auf dem Runden. Wenn ich den kleinen Jungen hier hinhänge, vielleicht habe ich auch das Prinzip nicht verstanden. Da, also es hat sich angehört, als ob es funktioniert hat, auch wenn ich es immer noch nicht gerafft habe. Aha! Eine Tür, wie komme ich denn da hin? Ach nee, komm, hör auf. Jetzt kommt mir was entgegengesprungen, oder? Nee. Hat er nur die Tür geknallt. Olle Sau. Und jetzt kann ich mich hier durchzwängen. Und jetzt kann ich in diese wohlfühlende Tür reingehen, in der ich mich total geborgen fühlen werde. Nee, nix da. Gibt's hier eine Taschenlampe, irgendwas? Das ist ja mega dunkel da drinne. Was ist das? Das ist ein Witz.
Wie weit kann ich gucken? Das ist nee. Ach komm. Hör auf, Alter. Im Leben nicht. Das ist sowas von frech. So popliges Kackfeuerzeug. Und wie ich einen Meter weit gucken kann. Alter. Die Tür wird ja der Horror. Die würde das absolute Grauen. Das weiß ich natürlich immer noch nicht. Ich komme hier noch nicht ran, ne? Ich würde gerne nochmal beim Keller oder im Keller gucken, ob ich da irgendwas übersehen habe, weil da vielleicht ja was drin ist. Was ich brauche. Toll, jetzt kriegt er Eier. Jetzt, ich bin noch gar nicht fertig und er kriegt Eier. Ich habe das Brett aber noch gar nicht. Kann ich mit dem Feuerzeug öffnen? Hammer geht nicht. Feuerzeug geht auch nicht. Fotos kann ich immer noch machen. Das Feuerzeug habe ich durchgehend in der Hand. Okay, ich würde sagen, wir gehen da rein. Oh Gott, ey, ist das zum Kotzen. Aber wir gehen da nächstes Mal rein. So, mal gucken, das Spiel kriegt ja langsam Spannung rein in die ganze Geschichte. Also es wird ja langsam ein bisschen spannender. Ich habe immer noch nicht gerafft, wie das mit den Bildern, was ich da gemacht habe. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr wisst, wie das funktioniert. Bei mir war es jetzt Glück. Aber bin ich konform mit, nehme ich mit. So, nächstes Mal gehen wir hier die Kellertreppe runter. Oder, nee, ist ja kein Keller, ne? Nächstes Mal gehen wir hier die Treppe runter, den Flur entlang, was auch immer das ist. Ja, wir haben ja Licht dabei. Ich hoffe, da geht das Gas nicht leer. Gut, und dann kacken wir uns nächstes Mal gemeinsam in die Hose. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao.